Und damit wieder herzlich willkommen zurück zu Majora's Mask. Und es geht los. Das da unten ist jetzt die Zeit, die es dauert, bis der Mond auf unserem wunderschönen Planeten kracht. Zögere jetzt nicht. Sieh doch, du kannst jetzt hinaufgehen. Wer hätte es gedacht? Schwester! Ah, Tael, wir haben euch gesucht. Hey, Horkit, wie wär's, wenn du diese Maske jetzt wieder zurückgeben würdest? Hörst du mir überhaupt zu? Sümpfe, Berge, Ozean, Canyon. Rasch, die Fee, die dort gefangen sind. Bring sie her. Du sprichst nur, wenn ich es dir sage, törichte Fee. Nein, lass meinen Bruder in Frieden. Horkit, glaubst du wirklich, wir wollen jetzt noch deine Freunde sein? Nun, was auch immer. Selbst wenn sie jetzt noch kommen würden, könnten sie mit mir nicht mehr fertig werden. Sieht nach oben! Versucht auch, das Unabwendbare zu verhindern. Na wundervoll, jetzt habe ich einen Tinnitus. Dankeschön. Hier, friss Scheiße und kotz. Hier, ich bombardiere dich. Bombardiere dich. Los. Halt's mal. Das stimmt, nützt nichts. Wir sammeln mal die hier auf. Du hast die Ocarina der Zeit wieder erlangt. Prinzessin Zelda hat sie dir einst als wertvolles Instrument überreicht. Platziere sie auf C und drücke A und C, um auf den Instrument zu spielen. Ja, wunderschön. Los! Plötzlich kehrt die Erinnerung an Prinzessin Zelda und dein Bewusstsein zurück. Hatten sie vergessen? Das erste Mädchen, was sie je nackt gesehen haben? Mal das. Du hast also tatsächlich vor, Hyrule zu verlassen? Auch wenn wir uns erst seit kurzem kennen, kommt es mir vor, als würde unsere Freundschaft schon eine Ewigkeit währen. Unsere gemeinsamen Tage in Hyrule sind unvergesslich. Mein Herz sagt mir, dass der Tag kommen wird, an dem wir uns wiedersehen werden. Bis zu diesem Tag, nimm dies an dich. Ich bete. Ich bete, dass deine Reise eine sichere sein wird. Falls dir etwas zustößt, dann erinnere dich an dieses Lied. Dies weckt Erinnerung. Du erinnerst dich an die Hymne der Zeit. Diese Melodie, die am Rande deiner Erinnerungen nachklingt, ist ein Lied voller Erinnerungen an Prinzessin Zelda. Ciao! Die Göttin der Zeit wacht über dich. Wenn du die Hymne der Zeit spielst, wird ihre Macht dir beistehen.
Wach auf, du sollst dich in Erinnerungen schwelgen. Wir brauchen dich, hier und jetzt. Diese alte Ocarina kann uns jetzt auch nicht mehr helfen. Zu Hilfe, Göttin der Zeit. Hilf uns, wir brauchen mehr Zeit. Ja, pass mal auf, gezeigt, wie es geht. Huch, wo ist denn dieses Instrument her? Was ist passiert? Alles. Hat von Neuem begonnen. Was hast du getan? Dieses Lied, dieses Instrument. Dieses Instrument. Warte, das ist es. Dein Instrument. Der Maskenhändler hat doch gesagt, dass er dich zurückverwandeln könnte, wenn du den wertvollen Gegenstand bringst, der dir gestohlen wurde. Hast du es einfach schon wieder vergessen? Dann mal rein da. Denn die Ocarina haben wir durch die Zeitreise nicht verloren, aber unsere Deko-Nüsse. Was in Anbetracht dessen, dass wir ein Deko spielen, ein sehr schreckliches, ganz, ganz schlimmes... Wir haben zwei Dekonüsse wegfliegen sehen. Das ist echt hart für einen kleinen Deko-Link hier. Hast du dem Kobold dein edles Instrument abgenommen? Für ihn sah das jetzt so aus, als wäre ich gerade rausgegangen und sofort wieder reingekommen. Ich habe das also in Lichtgeschwindigkeit besorgt, das Ding. Oh, du hast sie, du hast sie, du hast sie, du hast sie! Dann hör mir zu. Bitte spiel dieses Lied nach, das ich vortragen werde. Präge es dir gut ein. Wir fragen uns jetzt nicht, wieso er seinen Hals um 180 Grad drehen kann und wo er diese Orgel her hat, oder? Ciao, mach's gut, danke. Diese Melodie hilft gegen böse Magie und unruhige Geister, indem sie in Masken verbannt. Fragen wir ihn jetzt mal lieber nicht, wo er all seine Masken her hat, oder? Das sollte dir in Zukunft weiterhelfen. Sehr gut. Zum Andenken an diesen Tag gebe ich dir diese Maske. Ich fürchte dich nicht, denn der Zauber ist in dir versiegelt. Wenn du sie trägst, erlangst du deine vorherige Form. Nimm die Maske wieder ab, um dich zurückzuverwandeln. Die Dekoschale fiel von deinem Antlitz.
Ja, benutze sie im Inventar, ne? Wir kennen die Nummer. Nun, ich habe mein Versprechen eingelöst. Jetzt ist es an dir, deinen Teil des Versprechens einzulösen. Ja, das ist ein Problem. Sag bloß... meine Maske. Du hast... sie zurückbekommen. Oder? Also das ist so eine Sache, Echo. Was hast du mir angetan? Wenn du meine Maske da draußen zurücklässt, wird etwas Furchtbares passieren. Diese Maske, die mir gestohlen wurde, es ist Majoras Maske. Ihr haftet einen Fluch an. Es wird erzählt, diese Maske war Bestandteil von Hexenritualen eines altertümlichen Stammes. Die Majoraner. Weiterhin wird berichtet, ein übler und feindseliger Schleier falle über denjenigen, der die Maske trägt. Wenn man den Legenden Glauben schenkt, war das Unheil, das durch Majoras Maske angerichtet wurde, so groß, dass die Urväter sie aus Angst vor einer größeren Katastrophe in der Finsternis versiegelten, um weiteren Missbrauch zu verhindern. Auch wenn das da so gar nicht stand, ich hab's trotzdem so gelesen. Doch der Stamm ging unter, also weiß niemand von der wahren Natur der Kräfte, die dieser Maske innewohnen. Aber ich spüre sie. Ich bin weit umhergewandert, um diese sagenumwobene Maske zu finden. Und als ich sie besaß, spürte ich, wie sich ein düsteres Omen abzeichnete. Ich fühlte, wie das Entsetzen seiner Hand nach meiner Seele ausstreckte. Doch jetzt hat dieser Kobold sie. Ich flehe dich an, du musst diese Maske wieder beschaffen, oder etwas Schreckliches wird passieren. Ich flehe dich an, du musst es schaffen. Alles klar. Wirklich? Das würdest du für mich tun? Ich war mir sicher, dass du dich so entscheiden würdest. Du schaffst das. Du bist dieser Aufgabe gewachsen. Hab Vertrauen in deine Fähigkeiten. Hab Vertrauen. Das habe ich schon. Ich bin der Geilste. Ich kann nichts dafür. Ah, endlich wieder als normaler Link rumrennen. Yippie! Diese Maske... Das Horrorkind missbraucht die Macht der Maske, um all diese schrecklichen Dinge zu tun. Kostet es, was es wolle. Wir müssen das Schlimmste verhindern. Die Sümpfe, die Berge, der Ozean und der Canyon. Was wollte Tael uns damit sagen? Ich wette, er meinte die vier Gebiete außerhalb der Stadt, die du findest im Norden, Süden, Osten und Westen. Aber das meinte er mit die vier, die dort warten. Ja. Ich habe keine Ahnung, wenn er nur rascher zum Punkt gekommen werde. Wenn er nur rascher zurückkommen würde. Okay. Du solltest einfach losziehen und es herausfinden. Geradewegs durch dieses Tor führt ein Pfad direkt in die Sümpfe. Alles klar, Chef. Machen wir. So, wir sind ja als Kind hier nicht rausgekommen. Ne? Das war das Problem, weil wir ja... Ach so, übrigens. Die Ballade des Kronos. Das verlangsamt jetzt die Zeit. Das seht ihr jetzt erstmal daran, dass unten die Anzeige jetzt blau ist. Die Zeit geht echt deutlich langsamer runter. Stehen geblieben! Hast du etwas in den Sümpfen zu erledigen? Außerhalb der Stadtmauern lauern unzählige Gefahren. Ich kann es einem Kind nicht alle... Ein Schwert? Ich bitte um Verzeihung, werter Herr. Es war falsch von mir, sie wie ein Kind zu behandeln. Südlich von hier erstrecken sich die Sümpfe von Dämmerwald. Seien Sie bitte vorsichtig. Okay. Ebenen von Termina. Jawohl. So. Hier gibt es Schleimgegner, die sind super gut zu dir.
Ja, habt ihr gesehen, mega stark, kaum aufzuhalten. Lassen wunderbarerweise. Wie heißt denn? Magiekrüge fallen? Achso, ja, wir haben ja rechts unsere. Die Dekoblumen. Die können wir natürlich nach wie vor benutzen. Pass auf. Ganz gut, ein paar Rubine, die brauchen wir noch. Hätte zwar ich auf der Bank, aber trotzdem. Diese Zeichnung. Taelle und ich haben das zusammen mit dem Horcrux gezeichnet, kurz nachdem wir uns getroffen haben. Er sagte uns, es hätte sich mit seinen Freunden gestritten. Danach haben sie es einfach im Stich gelassen. Das hat mich auch nicht gewundert. Es müsste immer allen Leuten Streiche spielen. Kein Wunder, dass niemand mit ihm spielen wollte. Aber dass es nur deswegen so etwas tun würde. Und als es dann in den Besitz dieser unglaublichen Macht gelangte, naja, den Rest kennen wir ja. Und hier ist dann jetzt auch erstmal Schluss, meine Lieben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschö, macht's gut und ciao.